Ja, dann herzlich willkommen zur zweiten Stufe unseres Dammerabends. Und jetzt würde ich doch gern mal schauen, ob liebe Bastian da ist. Ja. Weiß nicht, ob du auch der Richtige bist. Da ist der Richtige, Sebastian. Ach so. Bist du ihr? Ah ja, ich habe geglaubt, da gibt es zwei. Aber du bist unser Sebastian, der Mann der Stunde. Dann bist du. Und zwar hast du was Schönes für uns, habe ich dich Ja, gebeten, dass brauche ich du nun. die bedingte Entstehung in Zusammenfassung noch einmal hier sichtbar machst, weil mir das technisch nicht so geläufig war. Wenn du mir jetzt noch die Freigabe erteilst, dann kann ich das auch noch machen. Naja, Die das muss ich mir aber überlegen. Wenn du die Wo Kontrolle. macht man das? Um Host erstellen oder wie? Wahrscheinlich, ja. Moderator auf Sebastian ändern. Also ich übergebe die Moderation des heutigen Abends an Sebastian. Naja. Spaß damit. Ja, also wir sind ja irgendwie ist schon fertig mit der bedingten Entstehung. Und damit das jetzt nicht nur eine schöne Übung war, die man schnell wieder vergisst, sondern ihr was Bleibendes habt, hat Sebastian das sehr schön. Ich sehe allerdings nur den ersten Teil, kann es sein? Ach so, ja. Warte. Nur die obere Hälfte. Es ist. Da liegt das nur an mir. Nein, Kleiner machen, genau. nein. Oh, jetzt ist es so klein, dass man nichts mehr sieht. Ja, das kann man sich ja größer zoomen, vielleicht. Ja, jetzt Moment, 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 Moment. Ja, ich glaube, du könntest dein Bildschirm größer machen. So, ich habe auch mal diesen Link in den Chat getan, damit sich jeder anschauen kann. Und jetzt versuche ich noch mal was anderes kurz. Man kann es auch auf seinem eigenen Bildschirm zoomen. Also auf dem Größer Handy mit zoomen, dem. genau, das habe ich auch gemacht. Genau. So, jetzt. Ja, jetzt ist es größer. Wunderbar. Ups, ist grün. Jetzt ist es wieder da. Ja, also was wir uns jetzt über die Wochen und Monate ja fast schon erarbeitet haben, habe ich versucht, auch mit Bandhasangamatis Mitarbeit hier noch einmal in Worte zu fassen. Und der Sebastian hat da nochmal so schön grafisch aufgearbeitet. Ja, was machen wir jetzt damit? Sollen wir es uns noch einmal gemeinsam durchlesen und vielleicht das eine oder andere nochmal mitnehmen, kleine Unklarheiten noch beseitigen oder aber jetzt mehr so im Revue-Passier-Last-Stil als dann wieder nur über den ersten Punkt sprechen. Das ist jetzt schon ein bisschen auch als Abschluss der bedingten Entstehung gedacht heute. Was haltet ihr davon? Das hört sich Sebastian, zur versuchen wir es mal. Belohnung, wie bitte? Dann versuchen wir es mal. Ja, vielleicht darf der Sebastian zur Belohnung mal anfangen vorzulesen. Und wir sind dann bei Gerne. jedem Punkt, verweilen wir ganz kurz. Also, ihr Bhikkhus, bedingt durch Nichtwissen, also Avijja, das ist eben das Nicht-Verstehen, was Dukkha und Freiheit von Dukkha ist, sind die Aktivitätszwänge, also Sankhara, also alle Aktivitäten, die von der falschen Vorstellung von Dukkha etc. motiviert sind. Mit etc. ist ja gemeint auch das Entstehen von Dukkha, das Aufhören von Dukkha und der Weg, der zum Aufhören von Dukkha führt.
also die vier edlen Wahrheiten, die wir ja nicht wissen. Also das klingt immer so theoretisch, wenn wir sagen, wir wissen die vier edlen Wahrheiten nicht. Wir wissen nicht, was Dukkha ist, und so kann man sich das ja vorstellen, ne? Und nicht eine theoretische Wahrheit, die im Buch steht, die man nicht weiß. Sind da soweit alle einverstanden? Ja. Oder gibt es vielleicht noch Formulierungs-, Verbesserungsvorschläge? Ansonsten lies mal weiter, Sebastian. Bedingt durch Aktivitätszwänge ist das Zusammenspiel von Bewusstsein und Name und Form. Vijnana Namarupa. Bewusstsein als Erlebenssubjekt sucht Dukkha-Freiheit in Namarupa, den Erlebensobjekten, sowohl hier und jetzt als auch Wiedergeburtsprozess beschreibend. Ja, gibt es dazu was? Die Eigenheit hier ist vielleicht, dass wir an dieser Stelle, wie wir ja besprochen haben, die rein lineare Folge der bedingten Entstehungsglieder ein bisschen vertauschen gegen eine wechselseitige Beziehung zwischen Bewusstsein und Namen und Form, worüber wir uns ja unterhalten haben. Ne? So das Beispiel Ehemann, Ehefrau, könnt ihr euch vielleicht erinnern. Und achso, da ist nur, glaube ich, ein kleiner Fehler passiert beim Schreiben. Weiß nicht, ob bei mir oder bei dir. Und zwar würde ich hier 2 und 3 zusammenfassen und nicht dann unten 3 und 4, oder? Ja. Sehe ich das richtig? Ja. Kannst du das so ad hoc ausbessern oder machen wir das später? Nein. PDF kann man nicht so leicht ändern. Aber das kann ich ja noch ändern morgen und dann nochmal korrigiert. Ja. Oder ihr merkt es euch halt und korrigiert es dann in eurer eigenen Version noch nach. Was war also nochmal von den Vokabeln Vijnana? Bewusstsein. Vijnana Bewusstsein, Nama Rupa, Name und Form. Okay, danke. Ja, stimmt. 2 und 3. Dann bedingt durch das Zusammenspiel von Bewusstsein und Name und Form ist die sechsfache Sinnesgrundlage, also Salayatana, Auge, Ohr, etc., bezieht sich auf das Heranwachsen des in der Wiedergeburtsentwicklung befindlichen Embryos, wird in manchen Suttas auch ausgelassen. Jetzt, hier hätte ich schon mal eine Frage. Wie kann ich mir vorstellen, dass durch Bewusstsein und Name und Form die Sinnesgrundlagen entstehen. Wenn es Organe sind, ja, wenn es um die Wiedergeburt geht, dann kann ich es mir gut vorstellen. Aber als Person, als erwachsener Mensch, habe ich die Sinnesgrundlage sowieso. Nur, dass sie eventuell durch diesen Zusammenspiel von Bewusstsein und Name und Form sie aktiv werden. Naja. Und das könnte man als... Naja, man kann schon versuchen, das irgendwie hinzubiegen, aber eine Erklärung für das Hier und Jetzt des Erwachsenen ist hier an dieser Stelle eben sehr nur mit ziemlichem Verbiegen möglich. Darum habe ich eben hier extra erwähnt, dass erstens das nicht immer vorkommt,
Also wir können in bestimmten Zusammenhängen lässt der Buddha das sechs Sinnesgrundlagen auch einfach weg und dann ist Name und Form die Ursache für Kontakt vielleicht direkt. Ja? Und wenn wir die sechs Sinnesgrundlagen mit dabei haben, dann macht es, wie hier geschrieben ist, eben am meisten Sinn, sich das im Wiedergeburts-, im Wiederdasein-Entstehensprozess vorzustellen, dass am Anfang im Mutterleib erst Bewusstsein und Name und Form zusammentreffen und dadurch, dass die beiden zusammentreffen und auch quasi ihre Arbeit aufnehmen und sich heranentwickeln, entstehen dadurch nach und nach alle sechs Sinnesgrundlagen. Okay, danke. Ja, aber irgendeine Form von Sinnesgrundlage ist auch in diesem Vijnana-Nama-Rupa-Zwischenspiel schon enthalten, als Teil von Rupa. Ja, die Sinnesorgane kann man hier Rupa zuordnen. Und als Menschen haben wir eben im Normalfall sechs davon, die aber nicht mit dem Einsetzen von Bewusstsein in Name und Form sofort alle vorhanden sind. Ich habe da auch noch mal eine Frage. Ja. Und zwar, wenn wir die bedingte Entstehung ja als quasi Beschreibung für die Entstehung von Dukkha in Bezug auf Upadana verstehen. Und ja, Dukkha, also Dukkha in Bezug auf Upadana ja nicht beim Ablegen des Körpers des Arahants aufhört, sondern ja im Moment des Erwachens aufhört. Und dann sind ja aber die ganzen anderen Sachen, wenn wir jetzt diese Sinnesorgane quasi als Organe und so weiter definieren, sind ja noch da. Ja, naja, du selber, Sebastian, wenn ich mich erinnern kann richtig, hast du vor ein paar Wochen diese wichtige Feststellung gemacht, dass das Dukkha, von dessen Entstehung hier gesprochen wird, ganz am Schluss, beziehungsweise ganz am Anfang, ist ja Alter und Tod. Alter, Krankheit, Tod. Und nicht das Upadana-Dukkha. Ah, okay. Das heißt, das ist, worauf das Ganze im letzten Glied dann hinausläuft, ist quasi der sansarische Zustand der existenziellen Unbeständigkeit und Sterblichkeit. Der zwar auch ein Arahant ausgesetzt ist, aber eben nur noch in diesem Leben und nicht in einem zukünftigen, das ja immer wieder durch Geburt eingeleitet wird. Das heißt, jetzt auch bei diesem Übergang von Aktivitätszwang zu Name und Form können wir uns so vorstellen, betreten wir jetzt, wenn man sich das in mehreren Lebensetappen vorstellen will, betreten wir jetzt das gegenwärtige Leben, so wie wir es jetzt erleben. Und das Chati und also die Geburt und dann Alter, Krankheit, Tod sind quasi die potenziellen zukünftigen Leben, die wir uns ersparen können, wenn wir das Dukkha des Aufgreifens rechtzeitig loslassen. Ne? Das ist quasi der Motor, der das Bewusstsein durch die Wiedergeburten schiebt und so immer wieder für diesen sansarischen Zustand der Sterblichkeit sorgt. Danke. Ich habe auch noch mal eine Frage. Ja, bitte. Und zwar, ich verstehe den bei dem zweiten Punkt. Bewusstsein als Erlebensobjekt sucht Dukkha Freiheit im Nama Rupa, den Erlebensobjekten. Ich verstehe den Satz nicht. Naja, Bewusstsein als Erlebenssubjekt, wenn Bewusstsein nicht weiß, dass Dukkha Freiheit im Loslassen zu finden ist. Wenn es unter dem Einfluss des Nichtwissens steht, versucht Bewusstsein ständig Zufriedenheit zu erreichen, indem es in den Objekten des Erlebens etwas
sucht. Also es werden dann die Sinne. Also Erlebnisobjekten wären dann die Sinnesreize oder. Naja, das ist hier in diesem Kontext Name, Rupa. Ja. Name und Form. Na, das ist die, wenn man so will, die ersten vier der fünf Khandas der Daseinsgruppen. Mhm. Also Körperlichkeit und Empfinden und Wahrnehmen und Absicht und Kontakt und Aufmerksamkeit. Das sind die fünf Name-Faktoren. Das ist quasi darin, das. Darin sucht der Nichtwissende, das Nichtwissende Bewusstsein nach Beständigkeit und nach Zufriedenheit. Okay, jetzt verstehe ich, ja. Hm. Und verbindet sich dadurch damit, ne? Geht darauf zu, mhm, und erhofft sich, dass es da eine Lösung gibt, weil es ja nicht verstanden hat, dass das Festhalten das Problem ist, mhm, sondern glaubte, das Problem ist, dass man noch nicht den Idealzustand dieser Körperlichkeits- und Geistigkeitsfaktoren erreicht hat. Mhm. Geht die Suche natürlich endlos weiter. Ja. Okay, danke. Ich habe auch noch eine Frage, bitte. Ja. Wo außer in der D15 kommt das noch vor, dass die Sechs-Sinnes-Grundlage weggelassen wird? Ja, das ist eine gute Frage. Das, ich habe es die letzten Tage noch einmal gelesen, müsste es aber nochmal nachschauen, wo das war. Weil was auffällt, ist, dass gerade in der D15, wo es so eindeutig um den Wiedergeburtsprozess geht, dann die sechs Sinnesgrundlagen weggelassen werden. Also da müssen wir auch ein bisschen dann einfach den Verstand mitverwenden, weil es ja überhaupt keinen Sinn macht, sich vorzustellen, dass Bewusstsein direkt jeden Moment die sechs Sinnesorgane erschafft. Ne? Wo wir ja auch ausgiebig gelernt haben, dass die sechs Sinnesorgane ja Ursache für das Bewusstsein sind. Mhm. Ja, insofern kann das, außer man versucht, das wirklich sehr zu abstrahieren und zu philosophisieren, und dann kommt man aber wieder. Also es gibt den Versuch, das so zu erklären, dass hier mit den sechs Sinnesgebieten in Wirklichkeit die Dualität zwischen Sinnesobjekt und Sinnesorgan gemeint ist. Aber das spießt sich schon deswegen, weil wir hier ja nur die sechs Sinnesorgane die zweite Lehrrede im 12. Samyutta Nikaya, da wird das ja definiert im Nidana Samyutta. Und da ist die Definition für die sechs Bewusstseinsgebiete eben nur auf die Sinnesorgane bezogen. Und damit ist es eigentlich auch nicht überzeugend, da jetzt so eine Art, den Begriff der sechs Sinnesgebiete zu verphilosophisieren, wenn man so möchte. Aber ich werde schauen, ob ich es nochmal finde. Und dann nächstes Mal vielleicht mitteilen, Esther. Eine kleine Anmerkung dazu. Ich weiß nicht, ob man mich hören kann. Ja. Kann man, okay. Es ist, glaube ich, wichtig zu bedenken, dass es hier wirklich um Bedingtheit geht. Also die sechs Sinnesgebiete sind von Namarupa und Vinyana bedingt. Aber das heißt eben nicht, dass in jedem Moment, dass sie neu entstehen müssen, wenn Namarupa und Vinyana zusammen existieren. Mhm. Aber sie sind noch immer, selbst im Erleben eines erwachsenen Menschen, sind unsere Sinnesgebiete dadurch bedingt, auch wenn sie nicht im körperlichen Sinn immer wieder neu entstehen. Mhm. Sie sind quasi über den Zeitraum hin bedingt. Ja. Aber die Bedingung steht noch immer. Ja. Okay. Esther, bist du damit halbwegs zufrieden? Ja, danke. Trotzdem würde ich gern wissen, wo sonst noch vorkommt, weil ich bisher nirgends sonst gefunden habe. Aber ich kenne natürlich
Ja, einen Ausschnitt der Lehre. Ja, also ich weiß es jetzt auch nicht auswendig, aber ich habe es jetzt zumindest so im Hinterkopf. Aber selbst die eine Stelle, da ist es ja schon auffällig genug. Ne? Also eine Stelle quasi, das ist schon das eine Goldkörnchen, das wir gebraucht haben, um nicht ganz unverschämt dazustehen, wenn wir das versuchen, ein bisschen nach Verstand auch zu erklären. Okay, wer möchte das nächste lesen? Punkt 5 sind wir jetzt. Kann ich mal machen. Okay. Bedingt durch die sechsfache Sinnesgrundlage oder Nama Rupa in besagten Suttas, in denen Salayatana ausgelassen wird, ist Kontakt, Passa, Avijja Sampassa, Kontakt, der das Zusammenkommen von Sinnesorgan, Sinnesreiz und Sinnesbewusstsein bedeutet. Nichtwissenskontakt, der das Missverständnis über Dukkha etc. beinhaltet. Weiterlesen? Nee. Ja, warten wir mal, ob vielleicht jemand dazu was anmerken möchte. Also Passa als Kontakte, das Zusammenkommen von Sinnesorganen, Sinnesreiz und Sinnesbewusstsein bedeutet, ist die Standarddefinition. Und wir haben uns hier den Begriff Avijja Sampassa aus der Parileya Sutta, auch in der gruppierten Sammlung, ausgeliehen, um hier mehr Sinn zu finden. Weil da in der Lehre der schön beschrieben wurde, wie ein Kontakt unter dem Einfluss der Unwissenheit dazu führt, dass ein Empfinden mit Verlangen behandelt wird. Huch. Da ist der Sebastian weg. Sebastian ist ausgestiegen. Wahrscheinlich. Ja, mal sehen. Ja, das scheint, da hat wahrscheinlich seine Batterie. Sein Internet hat sich verabschiedet. Aber der kommt wieder, nehme ich an. Sitzt jemand vor einem PC, dann könnte er gleich den Link von ihm anklicken. Ja, ich habe die Datei, ich muss sie nur finden. Ja. Nein. Das kann ich auch vorlesen, den nächsten Schritt. Habe ich es denn? Kann man es auch vorlesen. Hast du es schon vor dir, Gunnar? Ich habe es auch mehr. Mhm. Also sechstens, bedingt durch Kontakt ist Empfinden. Wie Kontakte empfunden werden, als angenehm, unangenehm, etc. Hier mit Drama geladen. Lies doch bitte von Anfang an vor, Gunnar. Punkt 6. Bedingt durch Kontakt des Empfinden. Vedana, wie Kontakte empfunden werden, als angenehm, unangenehm, etc. Hier mit Drama geladen wegen Avijja Sampassa. Sebastian ist schon wieder aufgetaucht. Entschuldigung, hier gewittert es gerade total und mich hat es rausgeworfen. Also. Bist dann wieder Moderator. Danke. So.
Also Gunnar hat gerade vorgelesen, den Schritt durch Kontakt entsteht Empfinden. Also durch Passa, Vedana. Vedana ist die Art, wie wir einen Kontakt empfinden, als angenehm, unangenehm und neutral. Und das Ganze, da hängt ja hier noch mit der Unwissenheit und dem Unwissenheitskontakt zusammen. Und darum ist das Vedana mit dem Drama der Ich-Identifikation aufgeladen. Kann ich da kurz, gibt es ohne das Nichtwissen gar kein Empfinden oder nur ein nicht drama geladenes Empfinden? Ja, möchte da vielleicht jemand darauf antworten? Ja, das gibt es, so wie ich es verstanden habe, bei jemandem, bei dem das Nichtwissen überwunden ist. Der hat weiterhin auch Empfindung, weil er weiterhin, also da läuft es genauso weiter, nur eben mit Wissen informiert anstelle mit Nichtwissen. So habe ich es verstanden. Mhm. Genau, das heißt, das ist jetzt ein spannender Punkt. Obwohl Vinyana, also obwohl Bewusstsein und Nameform sich nicht mehr ineinander verschlingen, auch im lebendigen Arahant, sondern der mit einem nicht aufgreifenden Bewusstsein seinen Alltag bestreitet, bestehen nach wie vor die 6 Sinnesgrundlagen. Und die 6 Sinnesgrundlagen können ja gar nicht anders als Kontakt erzeugen, der aber dann nicht mehr unter dem Einfluss des Nichtwissens steht und deswegen dann zwar noch ein Empfinden erzeugt, aber keines, das so dramatisch ist, dass es zu Verlangen führt im nächsten Schritt. Nur eine Bitte, könnte man mal bei Drama in Anführungszeichen auch in Klammern eine Ich-Identifikation schreiben oder so etwas, dass es ein bisschen konkreter wird? Mit dem Drama der Ich-Identifikation? Ja, ich glaube, das wäre für alle klarer. Okay. Mit dem Ich-Drama vielleicht. Ja, kann man auch machen. Gut, Sebastian, nimmst du das auf als Verbesserungsvorschlag? Ja, ich schreibe eifrig mit. Übrigens, Sebastian, auch bei 4 musst du dieses bedingt ein bisschen eindrücken. Ja, das ist doch nur entstanden, weil ich das gerade hier verbessert habe und im PDF. Ja, ja. Verbessern. Das wird morgen nochmal in schönen Worten. Das bedingt ist entstanden durch Bedingungen. Genau. Also, nächster Punkt, bitte. Wer möchte lesen? 7. Kann ich vorlesen? Bitte, Gunnar. Bedingt durch Empfinden ist Durst, Tanha, Verlangen nach sinnlichem Dasein und Wegsein, getrieben vom missverständlichen Drama in Vedana. Genau, also Verlangen nach sinnlichem, Verlangen nach Dasein und Verlangen nach Wegsein. Habe ich das jetzt mal experimentell übersetzt? Vielleicht kann man da immer noch ein Nach dazu schreiben, dann ist es vielleicht klarer. Und das ist jetzt das, was bei wissendem Kontakt dann nicht mehr entsteht. Genau. Cut nach sechs. Naja, mit Einschränkungen, weil das ja nicht auch bis zum Punkt 6 nicht genau das Gleiche ist. Dann müsste es ja derselben Gesetzmäßigkeit folgen, wenn wir es hier mit demselben Kontakt und demselben Empfinden zu tun haben. Ja, ich meinte jetzt nur, okay. Ja, also es ist nicht, das wird manchmal so gesagt,
zwischen diesen beiden Gliedern ist dann irgendwie die Unterbrechung, aber das würde ich nicht so formulieren, das ist missverständlich. Ne? Die Unterbrechung ist gleich bei Nichtwissen. Stimmt. Es war nur, dann ist sozusagen, okay, ja. Da wird es dann ganz klar, dass es nicht mehr so ist wie vorher. Okay. Darf ich noch etwas sagen? Ich glaube, dieser Wegsein, das macht mich ein bisschen stutzig, weil Uti, du hast es in Anlehnung am Dasein gemacht, aber mit diesem Viva Vatanha, da habe ich immer mal ein bisschen meine Probleme gehabt. Eine gute Erklärung fand ich, das war, dass etwas verändert werden soll, dass man etwas losbekommen soll. Ja, aber das habe ich ja eigentlich versucht, genau damit auszudrücken. Ja, gut. Dann liegt es an mir, dass ich es nicht so gut verstehe. Aber wenn ich es im Hinterkopf habe, was es ist, dann... Na, also okay. Wenn andere damit zufrieden sind... Es drückt ja die missverständliche Annahme aus, dass man jemand ist, der da sein kann. Und wenn man glaubt, ich bin jemand, der da sein kann, dann glaube ich auch, ich bin jemand, der weg sein kann. Und beides, eben auch dieses Wegsein wollen, wenn man jetzt sich für jemanden nichts Erstrebenswerten hält, dann möchte man vielleicht weg sein und sich umbringen oder ein ganz neuer Mensch werden, neu anfangen oder was auch immer. Und das impliziert ja auch noch, dass man sich für eine beständige Größe hält, mit der jetzt etwas passieren soll. Während eigentlich der Begriff Nicht-Dasein, könnte man auch schon als eine Beschreibung sehen davon, dass es eben in Wirklichkeit kein Dasein ist. Drum war ich selber nie so zufrieden mit dem Ausdruck und habe jetzt einfach experimentellerweise das übersetzt. Aber es ist natürlich sehr ungewöhnlich, das gebe ich zu. Vielleicht könnte man das, könnte ich noch was fragen dazu? Vielleicht könnte man das, was du gerade erklärt hast, irgendwie hinter das Wegsein noch in Klammern oder irgendwas Zusätzliches schreiben, dass so eine Erinnerung daran kommt, was du dazu... Also, aha. Ja, ich weiß, also dann... Also Dasein und Wegsein in Klammer eines beständigen Selbstes oder so. Mhm, ja. Das ist nicht nur so ganz abstrakt klingt. Ja. Ich fand sehr, sehr einleuchtend, was du gesagt hast, dass auch beim Wegsein wie bei Dasein es existiert diese falsche Vorstellung eines Ichs. Entweder ein Ich, den ich will, oder ein Ich, den ich nicht sein will. Mhm. Ja. Also Sebastian, hast du? Ich hab's notiert. Ich finde allerdings Wegsein eigentlich ganz gut, weil, weiß ich gar nicht, ob man dieses eines beständigen Selbst in Klammern braucht, beziehungsweise ja, für mich war es immer Dasein und anders als Dasein. Ne? Was ja, ist auch, also ich finde eigentlich Wegsein gut, weil Wegsein kann ja auch so in diesem Sprachgebrauch, wo wir sagen, ich muss mal weg. Ne? Das heißt ja nicht, ich muss sterben, sondern ich möchte es nicht so, wie es gerade ist. Mhm. Ich möchte mich deswegen weg von dem Dasein, wie es jetzt ist. Auch Pali-technisch ist das Wie ja stärker als das A, als Negierung. Ne? Also Wie beschreibt wirklich das völlige Gegenteil oder das völlige Abwesensein von etwas. Wir sind gleich weg, 5 Minuten haben wir noch. Okay, na gut. Dann schreib halt dazu, Dasein und Wegsein der
Beständigkeitsillusion oder der Ich-Illusion, dann ist es klarer, glaube ich. Okay? Dann nächster Punkt, das lese ich mal vor. Bedingt durch Durst ist Anhaften, in Klammer Upadana, das Zusammenkleben der Erlebnisfaktoren, eben der Khandas. Darf ich da selber einen Satz noch dazu sagen? Und zwar ist mir das aufgefallen, wie schön das Wort Durst hier eigentlich ist. Das könnte man auch in Anführungsstriche setzen, weil es ja nur ein vermeintlicher Durst ist. Und normalerweise, also Durst ist ja, halten wir für ein Grundbedürfnis. Vielleicht könnte man sich das so vorstellen, dass man eben nur glaubt, dass man Durst hat. Und in Wirklichkeit hat man aber nur so einen verspielten Appetit. So wie wir in unserer Wohlstandsgesellschaft ja selten wirklich Hunger haben, sondern halt Appetit auf irgendetwas. So glauben wir, wir brauchen die Daseinsgruppen und halten uns deswegen daran fest, obwohl wir sie in Wirklichkeit überhaupt nicht brauchen, sondern nur so ein bisschen einen Guster darauf haben. Das ist mir nur so heute beim Schreiben eingefallen. Vielleicht findet das jemand lustig. Gibt es sonst zu 8 Fragen? Also zu dem, was du gerade gesagt hast, ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Erklärung. Ich habe die Wahl von Durst immer so interpretiert, dass der Buddha damit ausdrücken wollte, dass es sich so um ein extrem starkes Verlangen handelt, um was, dem wir quasi nicht ausweichen können, weil es so stark ist und weil es uns so sehr zieht und weil es uns so sehr in dieses ziehende Anhaften führt. Weil wenn man mal wirklich Durst gehabt hat oder am Verdursten war, dann ist es sozusagen unerträglich. Also man ist dann was quasi nur noch darauf ausgerichtet und es muss erfüllt werden und man greift und greift und greift und greift. So hatte ich das also so interpretiert. In dem Sinn ist das natürlich 100% überzeugend. Nur manchmal, wenn man dann versucht, die Metapher weiter zu verwenden, die Lösung dafür, dass man Durst hat, ist ja, dass man das bekommt, wonach man dürstet. Und dann hat man keinen Durst mehr. Ja, aber da entsteht ein nächstes Durst. Wenn der Begriff Durst suggeriert, dass er durch das Erlangen des Erdürsteten gestillt werden kann. Ja, vermeintlich, für einen Moment sozusagen. Okay, ja, naja. Also das sind also auch nur so Variationen zu dem Wort. Ja, nee, ist interessant auf jeden Fall. Ja. Also dann haben wir, jetzt lese ich mal selber ein bisschen. Darf ich noch was dazu sagen? Mach. Entschuldigung, aber ich glaube auch, dass wenn man Durst mit nur so mit Gusto übersetzt, dass man dadurch die Ernsthaftigkeit und die, ja, wie soll ich sagen, also die Unausweichlichkeit in Frage stellt. Naja, es ist ja, ausweichlich. Darf ich mal aussprechen? Solange es durch Nichtwissen informiert ist, ist es nicht ausweichlich. Und wenn man dann Wissen mit hineinmischt, und ihm ausweicht, ist das trotzdem aber eine riesige Anstrengung. Und ist nicht ein Guster, sondern ist wirklich eine Qual, dass man den Durst nicht nachgibt, zumindest in meinem Leben. Gut. Esther, das wird jetzt das Schlusswort gewesen sein und wir machen dann nächstes Mal die bedingte Entstehung fertig. Dann schönen Abend und bis zum nächsten Mal.